es geht weiter mit Ratchet & Clank. Wir sind wieder auf Boktaro unterwegs. Und ja, die drei heute mal sind wir dabei. Ja, einmal der Force. Hallo zusammen. Dann den Hedy. Und der Serax. Genau. Und weiter geht's. Hallo zusammen. Let's play. Let's play. Täglich grüßt das Murmeltier. Täglich grüßt das Fischstäbchen. Wir wollen alle an Schwackis Fischstäbchen. Lol. Als seine Kugelfisch. Naja, vielleicht hat Schwacki Glück oder wird heute zu Schweizer Käse verarbeitet. Fischfricker, ne? Schwacki, vergiss nicht, du kannst auch seitlich laufen. Das hilft dir vielleicht. Da kannst du dich auch sehr gut aufs Ausweichen konzentrieren. Und aufs Junge! Ausweichen. Okay, wie waren jetzt nochmal seitwärts laufen? Mit den Schultertasten machst du das und dann einfach laufen. Das ist crazy. Everybody dance now. Oder konntest du halt nur springen? Ich glaube, so richtig seitlich laufen konntest du erst um zwei, egal. Naja. Auf jeden Fall besser, kannst du auch mit dem Springen besser ausweichen. Naja, es klappt ja auch so. Ja, hat man gesehen. Nicht ins Wasser fallen. Drücke die Quadrattaste, um so die Maschinengewehre abzufeuern und die Kreistaste, um die Zielsuche. Das ist ehrlich gesagt eins meiner Lieblingsmissionen. Ja. Ja, das ist schön. Eines meiner Lieblings. Powerstiften, Vorsicht, du kriegst Schaden, wenn du. Mit der Air Force, ja. Glaube ich, anrams. Junge. In der Secret of Mana hat's Fliegen aber nicht so geklappt, Woffer. Ja. Du hast auch ein paar Raketen. Ich weiß. Ich will aber nicht gerade alle verballern mit einmal. Schmacki holt die Haubitze raus. Gulaschkanone, auch nicht schlecht. Oh, oh. Und zum Thema Fliegen, lieber Hedy. Ne? Ja. Im Gegensatz zu Schmacki noch nie diesen Drachen geflogen. Just saying. Wie zuvor. Jetzt rede ich hier nicht raus. Doch. Wir haben die Air Force live gesehen. Yeah. Sie kam nie an. Genau, ich habe das nie gemacht vorher. Der Air Force war. Das ist doch eine geile Funktion. Ist so ein dickes Fragezeichen drauf, weil keiner weiß, wo die Reise hingeht beim Force. Da kommt man irgendwo an und. Ich dachte, das war immer bei der Bulls. Ja, aber bei Secret of Mana hatte das sofort auf dem Tisch. Da wird 80 mal um die Welt geflogen. 80 Tage um die Welt. Mit Willy Force. 5 gegen Willy. Ja, das bestimmt auch. Das ist schon ein geiles Future mit dem Düsenjet. Ja. Yep. Der Teil ist auch geil. Na, Serax? Hm? Der hat gar nichts gehört. Ich merk schon. Ich hab eben gesagt, der dritte Teil ist genauso geil, der Serax. Oh, der ist noch geiler.
Aua. Musste ich jetzt nicht beten. Ich kenne sich den Holzkopf angeschaut. Der wird paar scharf an dem Teil vorbei. Ja, ich darf nicht zu viel wagen, also nicht zu nah ran. Wag doch mal den mit der Flugschiffe. Vielleicht drehen sie mit dir sogar eine Pirouette. Yeah. Sicher. Bringen wir den Stern mit Schaden bei. Mission beendet. Das sollte wohl reichen. Hier, bitte. Das wurde auch Zeit. Mit der O2-Maske kannst du unter Wasser, in giftigen Atmosphären und im Weltraum atmen. Sie wird aktiviert, sobald du sie brauchst. Sieht irgendwie interessant aus mit der Maske. Vor allem ist diese auch sehr, sehr praktisch. Ja, zum Beispiel für Orkson. Springen wir ins Wasser. Ja, springen wir ins Wasser. Und tauch mal. Fällt dir was auf? Ja. Fällt dir was auf? Luftanzeige ist weg. Ja. Du kannst nämlich jetzt für immer tauchen, Baby. Was? Das ist das Geile an dieser O2-Maske. Ah. Der O2. Man kann auch Sauerstoffmaske dazu sagen. Ja, geht auch. O2 hier! O2 can do hier! Mit dieser Maske können Sie auch telefonieren. Oder einfach nur dafür sorgen, dass Sie Ihnen einfach das Geld aus der Tasche ziehen. Jo, oh. Jetzt ist der Anzeige. So wie ich kenne ihn. Ganz im Ernst, Teddy. O2 macht wesentlich mehr Werbung als sonst irgendein Anbieter. Das ist... Telekom? Telekom ist sogar noch etwas seltener als O2. Das will was heißen. Ja. O2 macht wesentlich mehr Werbung als Telekom. Beide Scheiße. Telekom würde ich jetzt nicht gerade sagen, aber O2 auf jeden Telekom Fall. Telekom ist. Nein. Männer! Boah, es ist offizieller Mitarbeiter der Telekom. Ja. Als ob, Handy. Der färbt sich auch gleich Magenta. Ich kann dich gleich Magenta färben, Freundchen. Gender färben? Ah, der ist auch bei der Telekom. Gender färben? Magenta, du Blödmann. Wasch dir die Ohren. Force Agenda. Die Agenda Force, oh Gott. Oh, jetzt habe ich Angst. Oh, sorry. Ja. Boah, das war ja komische Geräusche. Ich hab mich schon nur geräuspert. Ja, das reicht schon. Junge! So, ja genau, da musst du rüber. Und das ist nicht ohne. Ich merk das schon. Ich sehe das schon. Dieser Planet. Ich glaube, hier... Wird kein leichter sein. Ich glaube, hier wird der Schmack nicht so richtig seinen Spaß haben. Mit den grünen Popeln.
Dagegen ist der vorherige Planet ja noch ein Klacks dagegen. Gespo ja, oder Pokitaro? Nein, Ficaro. Pikachu? Ficaro. Nicht Ficaro. Ficaro! Runter! Pass auf, diese Viecher musst du killen. Wieder oder was? Ja, die sind gefährlich. Die kommen auch ähnlich im zweiten Teil vor. Aber das ist anderes. Dangerous hier. Nimm gleich die Isis-Krieger, kauf mir. It's dangerous to go alone, take this. Okay, dann nehme ich die Isis-Krieger. You retard, your charm bitter core. Der ist weg vom Fenster. Ach, die Viecher hast du gemeint? Ich dachte, du meinst jetzt hier das komische Ding da. Das musst du auch schlagen. Ach so. Oh, die fliegenden Bastarde. Das hab ich jetzt am Boden gar nicht gesehen. Bitte, Schmacki. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gelacht, wenn er das jetzt verkackt hätte. Bis uns nee. Punkt in dem Abschnitt haben. Na, fuck. Achso, den Stil hast du schon mal. Der nur noch den Stil Punkt. Tut mir leid, Schmacki, was war gerade ein geiler Fanservice. Einfach mal volle Kanüle daneben springen. So ist das einfach. Was ist denn für ein scheiß Angriffsmuster? Ja, ich hab sie nicht umsonst fliegende Bastarde genannt. Das sind die fliegenden Picker. Das sind die Forsianer, die kommen angeflogen und nehmen den Schmacki auseinander. Du bist auch so ein Forsianer, ey. Nein, ich bin Seraxianer. Serax, guck dir das mal an. Hä, die lebt? Was war das? Junge, du bist so ein Arsch, ey, weißt du das? Oller Köttel, ey. Schmacki, wenn du dieses Bild später siehst, ne? Ich würde das so verbreitet werden. Ich würde sowas von das in dem LP reinpacken, ohne Scheiß. Ja, okay, das sind, glaube ich, normale Sprünge. Oh, ja. Jetzt wird die Präzision hier. Oh! Auf die Teile sind geil. So, Schmacki, jetzt geht's los. Oh, da sieht man zwar wieder. Wir sind einfach explodiert! Wir sind den einfach ignoriert und auf meine Okay, ich guck mich jetzt mal um. Zack! Ja, ich hab doch gesagt, die Viecher haben es in sich. Da ignoriert er den einfach erstmal volle Kanne hin. Diese mutierten Krabben sind nicht von schlechten Eltern. Also schlimmer als die fliegenden... Das fliegende Teil. So zu sagen, die Fliegenden sind zwar auch richtig nervig, aber die sind nicht so schlimm. Wie jetzt die Krabben. Die Krabben können richtig nervig sein. Und es gibt ein paar Teile, die wecken die Krabben auch noch auf. Stimmt's, Force? Willst du damit gerade irgendwas andeuten? Das da zum Beispiel. Oh. Das, was davon geflogen ist. Diese kleinen Säcke wecken die Wichser auf. Das ist natürlich scheiße. Da gibt's eine Stelle, da kriegst du sogar einen Stilpunkt dafür, wenn du da durch ein Loch durchschießt. Okay. Ach ja, die guten alten Stilpunkte. Mhm. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich finde das geil, dass sie immer noch die Stilpunkte drin gelassen haben. Im großen Teil. Mhm. Es gibt zwar Spiele, wo keine Steam-Punkte vorhanden sind, aber im Großen und Ganzen finde ich, ist es schon geil irgendwo. Ich habe heute ein paar tolle Sonder. Was nicht ein Gladiator, wo es keine Steam-Punkte gab? Nee. Doch, da gab's Steam-Punkte, das kann man schon sagen. Er lebt noch.
Ich sehe ihn da hinten, dass er noch lebt. Jetzt nicht mehr. Oh, ja, er lebt. Wo geht der Schwacki weg? Und Hedy ist mir so klar, dass es kommt. Oh ja! Jetzt was ist das jetzt schon wieder? Ach du Scheiße! Nimm dein Verwüster. Oder kauf dir die Visi-Bombenwerfer. Der tut's auch. Der Visi-Bombenwerfer müsste eigentlich mit zwei Treffern die Teile killen oder vielleicht sogar mit einem. Der ist tot. Hallo, Felix. Genau. Oh, es reicht noch nicht. No. 15.000 Volts, alter Schwede. Das Ding ist aber auch lohnenswert. Falls dein Verwüster zum Beispiel alle ist, kannst du mit der Visi-Bombe ordentlich einheizen. Ich glaube, ich muss echt mal in den nächsten Tagen mal wieder Ratchet & Clank spielen. Ja, musst du. Es ist so fucking lange her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Junge, Ehring. Ehre vor dem Spiel. Es will gespielt werden. Ich habe ja auch Ehre vor dem Spiel. Das Ding ist, dieses ist das leider meine CD ein bisschen umschwebt ist. Ja. Das ist natürlich scheiße. Das Spiel, das, du musst dir so vorstellen, Serax, immer wenn ich spielen will, dann hängt sich das mal so ein bisschen auf und dann... Du musst die CD auch richtig rum reinluden. Blitzbolt. Mit dem Bild nach oben vor, ist nicht umgekehrt. Ich hab die CD bisher immer richtig eingelegt. Der muss das von dem Bild lesen. Der muss das von dem Bild lesen, damit er das abproduzieren kann. Nee, jetzt mal im Ernst. Also, es ist wirklich so, dass die CD leider manchmal ihre Mucken hat. Das ist das Problem. Wie du vor. Ich hab nicht so große Mucken. Wie der Hedy. Was? Ihr habt Fliegen? Nicht Mücken. Mucken. Puck die Stubenfliege, Kenny. Der Stubenforst. Erstmal ein bisschen ISIS-Terror verbreiten. Noch einer. Puff. Der wurde nicht freudig bewegen in dem Gebiet. Muss er sich sanftfotig anpirschen. Jede Ecke kann tödlich sein. Ich merk's. Bei dem Planeten hier. Typisch Oxon. Und es wird nicht leichter. Das glaube ich. Nö, aber dafür immer lustiger. Ja. Für den Zuschauer, ja. Wenn er schmackiert. Ja, Schmacki, dann kannst du nicht mal so einfach durchrushen wie eine besenkte Sau. Ja, nicht wie immer hier. Durch alles rasch da. Was quietscht denn da? Na, dreimal darfst du raten, Hedy. Der Müsli-Time oder was? Junge! Serax ist ja nur am Abgasen hier, ey. Ich dachte mal, Serax wäre ein einziges Gas. Molekül? Nö, ich bin viel mehr. Serax besteht nur aus Methan, ey. Methan. Wenn ich ein Superheld wäre, dann wäre bei der Attacke die Leute zu vergaren. Das nun war Pokémon wär's, dann wär's Schmock, ey. Gaskanone. Schmockmock hier. Schmockmock! Serax! Bei Serax gibt es zwei Attacken, die mir gut einfallen würden. Einmal die Spritzkanone und einmal die Gaskanone. Und was ist mit der Nahkampfattacke? Ich mach Tackle mit meinem Schwanz. Das ist denn der kleine Willi. Oh. Hey, Großfäller. Jetzt hat der Force eingedrückt. Beleidigt
MM steht für Millimeter, nicht für Zentimeter. Bei der Hätte ist nur noch Nahrung. Ja. Das geht schon nach innen. Oh Mann. Er hat ja die Multifunktion, der geht auch nach innen. Ja, sehr. Es ist der Daddys Anpassung. Oh ja, das Schmackli stellt sich nicht schlecht an. Jetzt pass mal auf. Zerstör mal die Viecher, geh nicht weiter. Wenn der Schmacki schweigt, dann wird hier Klotz. Jetzt weiß ich, dass das ein Krabben sind. Das sind alles Bunny-Krabben. So, Schmacki, siehst du irgendwo rechts ein Loch? Schieß da durch. Ich hab grad was anderes da oben gesehen. Okay. Ich glaub, der Zerstörer ist noch da oben. Kann gut sein. Hm, noch nicht. Sehen aber nicht. Schieß mal da durchs Loch durch. Mit einem Blaster am besten. Aber schön durchschauen erstmal, was da schönes sitzt. Mein Zelt oder wie? Nein. Junge. Nein. Ja, wer war? Rechts. Rechts. Wer war? Rechts. Weiter rechts. Ah, rechts ist doch eine Röhre. Rechts. Rufe ich mal gehen. Da ist ein Oh, das ist aber klein. Jetzt spiel mal durch. Da sitzt nämlich jemand am anderen Ende. Bevor. Junge. Was ist das da hinten? Das weckt die ganzen Krabben auf. Da hinten sind sau viele davon. D-Punkt. Nice. Ne. Scharfschütze. Nö. So nicht hier. So, Isis Krieger. Isis Krieger. Das sind aber ein Haufen Bunny-Krabben. Ich hab doch gesagt, das sind Haufen. Guck mal, soll ich nicht von da drüben aus schießen? Ja, wäre besser. Aber ganz ehrlich, Maki, wärst du jetzt darüber marschiert und wärst gestorben. Oh Gott, das wäre richtig mies. Weil das kleine Kerlchen, das du abgeschossen hast, das hätte die alle gleichzeitig aufgeweckt. Das ist so lustig. Ja! Oh, so, da hätte Schmacki aber richtig ordentlich zu knabbern gehabt. Ja, nicht nur Easy Mining hier, war das Schmacki. Easy's Mining. Easy's Mining hier. Aber dafür explodieren die schön. Easy's Mining. So. Jetzt müsste es sicher sein. So viel zur Sicherheit. Ja, vorerst. Der hat nur rumgeschrien. Der soll es so hochjagen. Nicht schlagen, so schlägt er zurück. Den nach vorn. Mhm. Nimm irgendwas, was gut Schaden macht. Und werf gleich ein paar Schüsse. Werf. Mehrere davon. Mehr. Das dürfte reichen. Der ist weg vom Fenster. Ach, scheiße. Zu spät gesehen. Aber er ist trotzdem gestorben. Naja, immerhin. Ah, ich hab das im Boden schlecht gesehen da unten. Ja, ich hab's auch lang nicht gesehen. Ah, das ist fies, das gebe ich zu. Nein. Aber lecker Fanservice. Aber gut, das war dieser Part Ratchet & Clank. Wir sind bei 24 Minuten, das reicht erstmal. Beim nächsten Mal. Das reicht! Versuchen wir es nochmal, beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bitte.